Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Gearing Guide präsentieren. Heute geht es um das Gearing in Patch 10.2 und da wollen wir uns als allererstes die sogenannte Woche 0 anschauen. Vielleicht so eine kleine Begriffsbestimmung, was ist die Woche 0? Naja, wenn der Patch live geht, was er ja jetzt aktuell ist, ist erstmal eine Woche noch Off-Season. Heißt, wir können jetzt nicht in den aktuellen Raid rein, in den neuen, wir können auch noch nicht das aktuelle M-Plus spielen in der neuen Season, auch PvP-technisch geht die neue Season noch nicht los und auch der World Boss ist tatsächlich noch nicht am Start. Bedeutet, jetzt sind wir in der Off-Season-Woche, Woche 0, da können wir zwar schon einige Sachen erledigen, um so Gear abzugraden, aber erst wenn die Season nächste Woche losgeht, in der Woche 1 der Season, dann geht das richtige Gear los. Und wir wollen uns jetzt hauptsächlich erstmal die Sachen in der Woche 0 anschauen, die wir jetzt so ein bisschen vorbereiten können. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Zukunftsausblick, dann ja, wie es aussieht im Raid, M+ und weiteres. Aber der Hauptcontent wird jetzt hier in der Season 0 liegen, zumindest in dem Video. Gut, ich würde sagen, starten wir mal rein. Ich bin aktuell auf meinem Main, bei dem habe ich tatsächlich jetzt gearing-technisch noch nicht sonderlich viel gemacht, denn ich spare mir erstmal noch meine Marken. Heißt, bei dem haben wir noch nicht sonderlich viel, aber ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, die ich danach halt auch auf den Twings euch noch demonstrieren werde. Als allererstes, was könnt ihr machen? Naja, ihr solltet natürlich erstmal das Lager hier freischalten und zwar im neuen Gebiet, Marktgrüner Traum. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier einige Quests, die ihr erledigen könnt. Es gibt nämlich insgesamt 3 große Quests, die ihr hier absolvieren könnt, die wöchentlich sind, wo es relativ gutes Gear gibt. Und zwar, seht ihr, habe ich hier 3 Epics liegen. Ich hatte natürlich wie viele andere auch Pech und 2-mal ein doppeltes Epic bekommen. Und die könnt ihr upgraden. Auf Twinks habe ich das jetzt schon gemacht. Wie gesagt, auf dem Mame spare ich mir jetzt erstmal die Marken, um eventuell die nächste Woche für bessere Sachen herzunehmen. Diese 3 Items, die wir erhalten können, wo ihr die herkriegt, werde ich euch gleich zeigen, könnt ihr upgraden, und zwar jetzt auch schon in der Woche 0, bis auf Item Level, hier unten steht es, 463. Das müsste erstmal für jeden Spieler ein Upgrade sein, denn das alte Max-Item-Level war ja 457 bzw. 450, was man hier hatte, oder noch mit Special-Items auf 457, ne? Aber das waren ja nur eine Handvoll Items. Heißt, dieses 463er-Item ist auf jeden Fall für jeden schon mal ein Upgrade. Von denen könnt ihr in der ersten Woche, wie gesagt, 3 Stück kriegen. Wo kriegen wir die her? Naja, ich will es euch mal zeigen. Ich habe hier einen brandneuen Char, den ich eben hier hergeportet habe. Es gibt übrigens einen Port in Waldracken, falls ihr das nicht wusstet. Vielleicht erwähne ich das mal, weil mir wurde das auch erst im Stream erklärt. Das ist hier oben. Mit jedem Twink, wo ihr noch nicht in der Zone wart, könnt ihr einfach hier hochfliegen. Über die Bank gibt es ein Portal, portet euch direkt hier in das Lager. Zurückporten könnt ihr euch nicht, aber vielleicht ist das schon mal eine nette Sache, dass ihr nicht jedes Mal über die Ebene von Nara herfliegt. So, jetzt haben wir hier diesen ziemlich mistig equippten Char. Ihr seht, der hat richtig geiles Gear an. Vor allem die Schuhe. Und jetzt ist es so, dass wir diese 3 Quests hier direkt annehmen können. Die erste Quest kriegen wir hier bei der Lady Mondbeere. Und die gibt uns erstmal eine Quest, wo wir dementsprechend dann 2 von den Hälften kriegen, um so einen neuen Funken herzustellen. Und damit können wir wieder Crafted Gear holen. Ihr könnt in der ersten Woche einen kompletten Funken erhalten, indem ihr diese Quest hier absolviert. Und was müssen wir dafür machen? Naja, wir müssen eine Hälfte von diesem Funken der Träume besorgen. Und wenn wir die eine Hälfte besorgt haben, dann kriegen wir von ihr der andere und können uns direkt ein Crafted Gear bauen. Was das Crafted Gear ist, beziehungsweise wie hoch das geht, werde ich euch gleich zeigen. Das ist die erste Quest. Die zweite Quest, die wir annehmen können, ist hier von ihr hier. Und sie will, dass wir ein paar Samen pflanzen. Die können wir auch annehmen. Und von dieser Quest kriegen wir nämlich einen Beutel und da sind diese 3, da ist das Gear drin, was quasi procken kann auf, ja, 440 bis 450 kann das procken und den Rest könnt ihr dann upgraden bis 463, was ich euch eben gezeigt habe, ne? Welches Item-Level ihr als Base-Ding rauskriegt, ist halt random, ob es 450 ist, 440, 445, irgendwas zwischen 440 und 450 kriegt ihr halt raus und den Rest müsst ihr dann halt upgraden, ne? Braucht ihr dann halt mehr von den Crests beziehungsweise mehr von den Flugsteinen, wenn ihr halt Pech habt und es nicht so hochprockt. Also das ist schon mal die erste von diesen epischen Quests. Was müssen wir dafür machen? Traumsaat gepflanzt, heißt, wir müssen einfach bei diesen Samenkapseln, switch mal wieder mal zurück zum Main,
Ne, hier haben wir dieses Marktfülle, da können wir ja diese Samen einpflanzen, habt ihr bestimmt schon gemacht, diese hier. Und ihr müsst 5 Stück quasi einpflanzen und dann habt ihr die Quest fertig. Mehr ist es nicht. Ne? Also ihr geht da hin, drückt diesen Samen, pflanzt das Ding ein, wartet 3 Minuten, holt euren Loot raus und wenn ihr den Loot rausgeholt habt, kriegt ihr quasi 1 plus und das macht ihr 5 Mal, dann habt ihr das. Also das könnt ihr auch mit einem Twink ohne Gear machen, vollkommen egal. Und ja, das ist quasi das erste. Die zweite Quest, die wir uns holen können, wo es ebenfalls so ein Epic-Gear-Teil gibt, ist hier diese hier. Und dafür müssen wir einfach nur 1500 Ruf verdienen. So, ihr könnt jetzt mit eurem Main oder mit den Twinks die Kampagne spielen. Da gibt es ja diese Ruf-Tokens mit 2500 Ruf und so weiter. Müsst ihr aber nicht unbedingt, denn wenn ihr die Samen einpflanzt, hat Blizzard das ja jetzt, die haben es 3 oder 4 Mal umgepatcht. Man hat anscheinend ziemlich viel Ruf darüber kriegen können, weil man es da auch gespammt hat. Ich habe es ein bisschen gemacht, aber auch nicht intensiv. Sie haben es jetzt geändert, dass man jetzt die ersten 5 Mal, komischerweise 5 Mal wie bei der anderen Quest, jeweils 250 Ruf kriegt. Ne? Also 5 Samen eingepflanzt, habt ihr alleine schon mit den 5 Samen 1250 Ruf für dieses Ding. Also wenn ihr die Quest macht, habt ihr automatisch schon 1250 Ruf dafür. Wenn ihr noch Mensch seid, Dunkelmond Jahrmarkt Buff mitnimmt, dann habt ihr das eigentlich schon quasi fast im Sack. Genau, also das könnt ihr miteinander kombinieren. Die dritte Quest, die ihr mitnehmen solltet, die ist eigentlich ja hier von so einer Triade. Die geht um den Super Bloom. Das hat jetzt aber gerade schon angefangen, das Event. Und zwar seht ihr wöchentliche Questbelohnung, diese Truhe. Ne? Ihr müsst halt, bevor das Event startet, am besten hier einmal hin und die Quest einmal annehmen. Und für die Quest müsst ihr einfach den Super Bloom absolvieren. Und das läuft so, dass ihr quasi ne, jetzt zum Beispiel um 17 Uhr startet eins, um 18 Uhr, 19 Uhr, jede volle Stunde, müsst ihr mit zum Baum mitlaufen, der rennt dann hier ganz bis zum Ende und hier unten müsst ihr dann ein paar Mobs besiegen und dann am Ende kommt ein Boss raus, den Boss klopft ihr um und dann, naja, habt ihr eure Weekly-Belohnung. Das bringt, glaube ich, auch ein bisschen Ruf, heißt, ihr nehmt alle 3 Quests an, dann pflanzt ihr 5 Samen, kriegt schon mal 1250 Ruf Minimum, macht den Superblumen noch, kriegt auch noch ein bisschen Ruf und dann könnt ihr, wenn ihr 5 Samen eingepflanzt habt plus den Superblumen Boss-Event gemacht habt, habt ihr eigentlich alle 3 Quests fertig. Und sobald ihr natürlich die Ruf-Quest fertig habt, kriegt ihr aus dem Sack neben eurem Item auch noch eine Hälfte von dem ja, Funken raus, den könnt ihr dann wiederum bei ihr abgeben und habt quasi einen Funken abgegeben und kriegt 2 Funken als Belohnung. Ja? Und wenn ihr 2 Funken als Belohnung habt, könnt ihr die umwandeln. Ich glaube, es kostet noch 250 von dem Flugdingern. Wie heißen die? Flugsamen irgendwie? Flugstein, genau. So rum heißen die Dinger. Und dann kriegt ihr schon mal euren ersten Funken. Diesen Funken könnt ihr in den nächsten Wochen dann quasi immer eine Hälfte bekommen und quasi dann alle 2 Wochen euch einen neuen Funken holen. Dieser Funken bringt euch schon mal, wenn ihr das, ja, das Item craften wollt, das können wir jetzt hier gleich mal gucken, ich bin hier Lederer zum Beispiel, können wir uns ein Item bauen, das Item Level 450 bis 463 ist. Je nachdem, wie gut hier das Crafting ist. Jetzt habe ich hier gerade keine Mats drin, würde ich jetzt hier noch Mats drin reinhauen, dann wäre das natürlich auf 463 das Item. Das ist jetzt schon mal das Base-Teil. Ihr könnt die Sachen aber auch noch upgraden. Und zwar gibt es dann mit Traumwappen einmal ein Item, das bis zu Item Level 476 hoch ist und dann einmal mit also mit Traumwappen des verzauberten Wurms haben wir hier. Das sind, glaube ich, die aus HC. Und dann gibt es Traumwappen des verzauberten Aspekts. Das sind die aus Mythic. Also ich rede hier natürlich vom Raid. Upgrades. Ne? Das Mythic-Ding geht dann sogar bis 486, wenn ihr dementsprechend das auf Qualitätsstufe 5 baut. Die beiden Sachen werdet ihr aber erst in der Season kriegen, sobald ihr in der HC-Raid bzw. Mythic-Raid laufen könnt. Oder halt dementsprechend, ja, sobald ihr im M Plus die Teile farmt. Ne, da gibt es die natürlich auch. Soweit dazu. Aber ihr könnt euch auch schon in der quasi Nuller-Season euch dementsprechend hier ein Item mit Itemstufe 463 bauen. Heißt, wenn ihr alles ausmaxt, könnt ihr 4 Items haben, die 463 sind, alleine schon hier über die 3 Quests plus über das eine Crafted Item. Das ist jetzt schon mal so die Grundbasis, die wir uns quasi anschauen. Diese Items sind nämlich immer auf dem Veteranen-Track. Es gibt da ja verschiedene. Zusätzlich könnt ihr euch noch Items holen,
die hier auf dem Forscher-Track sind. Und zwar können wir die upgraden. Warte mal, das kann ich euch auch mal zeigen. Theoretisch bis insgesamt 437 so rum. Und dann gibt es auch noch welche. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da noch eins rumliegen habe. Genau. Dann haben wir hier noch so eins. Das hier können wir sogar upgraden. Also Abenteurer können wir upgraden auf 450. Das sind Items, die quasi, wenn dann über Quests gibt oder auch über Zonendrops sind. Und das Interessante ist, ihr könnt euch diese ganzen Zonendrop-Items auch aus dem Auktionshaus kaufen. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr denn wollt, ein komplettes Set aus 450er-Items zusammenbekommen, indem ihr hier seht, da haben wir so ein Item Forscher-Track. Beziehungsweise, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo eins finden, was ein höherer Track ist. Die kosten dann halt ein bisschen mehr. Forscher. Ah, da finde ich jetzt leider keins. Aber auf jeden Fall gab es da auch die höheren, glaube ich, immer. Genau. Und die könnt ihr euch dann upgraden. Oder ihr farmt euch die halt hier selber in der Zone. So viel dazu. Dann wollte ich euch noch eins zeigen, dass nicht nur der neue Content hier in der Zone interessant ist, sondern auch noch zusätzlich eine andere Geschichte vielleicht von Relevanz für euch sein kann. Und zwar habe ich jetzt hier meinen anderen Hunter mal. Und mit dem habe ich was besorgt. Also ihr seht, mit dem habe ich auch schon ein paar mehr von diesen Teilen abgegradet. Hier zum Beispiel eins auf 463. Ne? Das ist einmal auch eins, was mir hier aus dem Superblumen Belohnung rauskam. Genau, oder hier habe ich auch nochmal eins, was dementsprechend, glaube ich, aus einem der anderen beiden Säcke rausgekommen ist. Also die könnt ihr auf jeden Fall hier weiter upgraden. Genau, was ich euch aber zeigen wollte, es gibt noch Items, die ihr jetzt hier in den Katalysator reinpacken könnt, um das alte Set zu kriegen. Und ihr könnt diese Items upgraden bis 450. Also das hier ist ein Item, das ganz normal auf einem Abenteurer-Track ist. Das Interessante ist, die ganzen neuen Items, zumindest die meisten, könnt ihr hier nicht reinpacken. Ne? Also zum Beispiel hier den Hals kann ich nicht reinpacken. Gut, Hals kannst du eh nicht, aber den Umhang hier aus dem Event kann ich hier reinpacken, ne? Aus dem Superblumen-Event. Zusätzlich kann ich aber mir auch noch Items holen, zum Beispiel vom Führer-Event, und ich kann mir auch Items holen über die Zeitrisse hier in der Mitte. Da kann man ja quasi einmal die Woche so eine Kapsel holen und dann kriegt man den 428er-Item. Dieses 428er-Item kann man upgraden und dann diese Teile hier reinpacken und kriegt das alte Set raus. Die kannst du bis 450 upgraden. Ihr könnt euch quasi in der ersten Woche mehrere Items holen, die dementsprechend auf 450 abzugraden sind und dann sie in den Katalysator reinzupacken, ohne Kosten, wie ihr seht. Das ist noch quasi von der letzten Season. Und dann ein Set aus 450er Items zu holen. Ist jetzt vielleicht für jemanden, der jetzt letzte Season gespielt hat und geradet hat, nicht so interessant, weil man eh schon 447 hat. Für einen neuen Charakter oder für Leute, die jetzt da noch nicht so hohe Items haben, ist es vielleicht interessant, Führer zu machen oder was ihr auch machen könnt, ist wie gesagt hier das dieses Zeit-Event, ne, da könnt ihr auch bis die Items bis 450 upgraden, da könnt ihr euch sogar einen Slot aussuchen. Wo ihr euch auch einen Slot aussuchen könnt, ist hier bei dem Traumsprung, da könnt ihr auch euch beim Händler pro Woche ein Item holen. Das könnt ihr auch bis 450 upgraden und dann könnt ihr euch in der ersten Woche schon mal fix einen Zweier und wenn ihr Glück habt bei Führer noch die richtigen Items kriegt, einen Vierer-Set, 450er Item-Level holen, ohne dass ihr letzte Season irgendwas quasi da an Set-Geschichten gemacht habt und startet mit einem relativ hohen Vierer-Set direkt in den Raid rein. Selbst wenn ihr jetzt Mythic geradet habt, habt ihr 447, habt da drei Item-Level noch mehr, also selbst für die Leute kann es theoretisch interessant sein. Wichtig ist nur, ihr könnt die Items, zumindest wurde mir das gesagt, nur so lang upgraden, bis ihr die hier reingepackt habt. Wenn ich das jetzt hier reinpacke, seht ihr, dann habe ich keine Upgrade-Stufen mehr. Ne? Also dann sind die weg. Wir machen das jetzt mal zum Demonstrationszwecken. Dann, bei meinem Twink ist mir das relativ egal, ob das Gear versaut ist oder nicht. Ja? Also wenn ich das jetzt hier reinpacke, seht ihr, jetzt dürfte ich das eigentlich nicht mehr upgraden können. Jetzt steht jetzt, seht ihr, es steht keine Upgrade-Möglichkeit mehr dran. Also die ist verwehrt.
gradet es erst dafür 50 ab und dann packt es dementsprechend in den Katalysator rein. Genau, so viel dazu. Heißt, ihr nehmt die drei Quests oder die vier Quests hier an, macht die, holt euch den Funken, könnt den dann quasi auch umwandeln lassen. Dann habt ihr schon vier Items auf, wenn ihr es, ne, wenn ihr die Quests hier ordentlich gefarmt habt, die ihr auf 463 habt. Dann spielt ihr noch das Führer-Event. Im Optimalfall, da könnt ihr wie gesagt zwei Sachen holen. Einmal den Boss umhauen, einmal die Kiste aufmachen. Die Items könnt ihr auch für 50 upgraden. Dann spielt ihr einmal den Traumsprung. Das könnt ihr euch allen Item quasi einen Slot aussuchen, auch für 50 upgraden. Dann könnt ihr diese Zeitkapsel hier unten holen von dem Zeitriss-Event. Da könnt ihr euch auch einen Slot aussuchen. Am besten vielleicht einen Slot, wo ihr Tierset kriegt. Und zusätzlich könnt ihr theoretisch auch noch die Forscher unter Feuer hier unten machen. Das müsstet ihr auch auf 450 upgraden können. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Da kriegt ihr halt wieder ein Random-Item raus. Deswegen ist es vielleicht nicht so relevant. Ja, und den Rest könnt ihr dann theoretisch noch mit PvP-Equip ausstaffieren. Wobei, ich habe hier auch schon mal eins. Und zwar könnt ihr euch ein bestimmtes Item holen. Jetzt schauen wir mal, ob ich es finde. Hier haben wir das, das PvP-Gear. Und das kriegt ihr einmal, wenn ihr euch in den War-Mode begebt. Und im War-Mode ist es so, dass ihr jeden Tag zwei PvP-World-Quests angezeigt bekommt in der Map. Das ist ja schon seit Anfang der Expansion so. Gut, ich bin jetzt mit dem aktuell nicht im War-Mode, aber auf der Map ist dann eine World-Quest oder zwei World-Quests. Die haben so Schwerter mit im Symbol. Und das ist immer einen Balken auffüllen und das andere ist ein Boss töten. Ja? Und von denen bekommt der Vendor direkt Items, zum Beispiel so eins. Oder ihr bekommt einfach nur Marken und die Marken haben wir zum Beispiel hier, blutige Abzeichen. Und mit dem blutigen Abzeichen könnt ihr dann beim PvP-Händler einfach Items kaufen. Diese Items sind auch auf dem Abenteurer-Track, heißt ihr könnt die auch für 50 upgraden. Die haben zusätzlich auch nochmal einen Set-Bonus drauf, was ganz nett ist. Und im PvP skalieren sie hoch auf 473 und die könnt ihr euch jetzt auch schon in Woche 0 holen, die Teile. Heißt, wenn ihr eure drei Items oder eure vier Items, besser gesagt, ihr könnt ja eins craften aus dem Smaragdgrünen Traum habt, dann noch eure Handvoll Items aus den alten Events, ne, die ihr auf 450 upgraden könnt und dann den Katalysator packen könnt. Und dann könnt ihr quasi den Rest, wie gesagt, hier über diese PvP-Items holen, die ihr ja ebenfalls upgraden könnt. Ein paar Sachen gibt es nur aus Maha und dann könnt ihr euch eigentlich schon ein relativ gutes Gear zusammenbauen, ohne dass ihr jetzt sehr viel Aufwand da reinsteckt. Dann könnt ihr schon auf nahezu 450 kommen mit dem einen oder anderen Twink oder auch mit Main, wenn ihr noch ein bisschen hinterherhängt, ohne dass ihr jetzt irgendwelche neuen Season-Sachen spielen müsst. Genau, das ist soweit die Geschichten, die ich empfehlen könnte aus der Season 0. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz ein, zwei Sachen an, die jetzt dann nächste Season, beziehungsweise nicht nächste Season, sondern die, sobald die Season live geht, kommen. Beziehungsweise, ich zeige euch vielleicht vorher nochmal kurz, wo der Händler ist, für die Leute, die jetzt vielleicht zwischenzeitlich nicht gespielt haben. Also hier unten ist ja dieses Zeit-Event und da könnt ihr die Zeitkapsel, die ihr hier kriegt, wenn ihr immer zur vollen Stunde das Event spielt, ne, geht ja in der Mitte ein Portal auf und dann dementsprechend einen Boss umhaut, dann könnt ihr euch hier ein Item aussuchen. Wie gesagt, das ist hier auch 428 Baseline und es müsst ihr halt upgraden auf 450 mit den Crests bzw. den Flugstein. Genau, also da ist der Händler und da sucht ihr euch halt am besten die Tier-Slot-Sachen aus. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir einmal noch in den kleinen Sheet rein. Und zwar habe ich das hier, das machen wir mal in den Vollbildmodus. Und dann kann ich euch vielleicht noch ein bisschen was zeigen, was danach auf uns zukommt. Sobald nämlich die Season beginnt, haben wir dann noch verschiedene Item-Level-Sachen in den Raids. Vielleicht da schon mal so als kleine Information. Also Raid Finder ist von 441 bis 450. Normal ist von 454 bis 463. Da seht ihr nämlich die Normal, diese Teile, die ihr über die World Events kriegt, die 3 mit den 463, sind schon mal relativ hoch. Das entspricht schon Normal Gear. HC ist dann 467 bis 476 und Mythic ist 480 bis 489. Und so hoch könnt ihr dann später, wenn ihr dementsprechend auch diese Upgrade-Aspekte habt, dementsprechend auch euer Crafted Gear upgraden. Im Plus sieht es dann ähnlich aus, beziehungsweise HC vielleicht noch ganz interessant. HC Dungeons sind dann 424, Mythic 0 ist 423.
37 und es geht dann hoch bis 470 im 19er bis 20er Bereich. Und hier haben wir dann noch die Belohnungen, die ihr quasi aus dem Volt rauszieht, ne? Geht bei einem 2er Key los bei 454 und geht bis 483 hoch bei einem 20er Key. Kleine Randinfo noch, was wir jetzt hier stehen haben. Wir können die Season, wenn wir quasi unser Gear auf einem von den Crests quasi gecapped haben, dass wir die nicht mehr brauchen. Heißt, wir haben zum Beispiel unser komplettes Gear jetzt hier auf 450 abgegradet. Dann haben wir die Möglichkeit, unsere Welpen-Crests quasi abzugraden auf die nächsthöheren, und das wären dann die Drake Crests. Ne? Das ist in einer, ja, im Verhältnis 6:1, bedeutet, wir brauchen dann quasi 90 von diesen Welten Crests für 15 von den Drake. Und das gleiche können wir dann mit den Drake auch zu den Würm machen, und von den Würm dann müsste es auch hochgehen zu den Aspekt. Aber da müsste dann halt immer die nächste Stufe quasi knacken, also heißt da dann jegliches Gear-Slot-Teil auf 463 abgegradet, dass es dann von Drake auf Würm hochgeht, und beim nächsten, bei Hero, muss es dann halt 483 sein, vermutlich dann auf Aspekt, aber das ist nur alles ein bisschen Spekulation, weil die Season halt dann noch nicht begonnen, ne? Und von PTR zu Live ändert sich ja doch nochmal das ein oder andere. Genau, so viel zu dem. Das Sheet ist hier ganz nett, das werde ich euch vielleicht auch in die Infobox mit reinpacken, dass ihr da so ein bisschen den Überblick habt. Ja, das sind jetzt soweit alle Sachen, die ich euch zu dem, zu dem Patch geben kann. Jetzt machen wir das mal wieder hier kurz weg, dass ihr das ein bisschen besser seht, genau. Und vielleicht fliegen wir jetzt noch einmal kurz nach Waldracken rüber, dann kann ich euch nochmal zeigen, wo man diese Teile kaufen kann. Ist vielleicht bestimmt der ein oder andere, der das nicht weiß. Die gibt es schon die ganze Expansion über, aber ich denke mal, vielleicht hat der ein oder andere wieder angefangen und hat das natürlich nicht auf dem Schirm. Also wir sind hier drin in Waldracken, ich zeige es euch kurz auf der Map, da sind ja die PvP-Händler und hier gibt es dann dementsprechend das ist der hier, falscher Händler. Hier gibt es dann dementsprechend die Items, die ihr kaufen könnt, wenn ihr ein paar blutige Abzeichen habt, beziehungsweise wie gesagt bei den PvP-World-Quests, wenn ihr hier PvP anmacht, dann kriegt ihr auch Items direkt. Heute war die zum Beispiel bei mir hier, ne? Die habe ich jetzt schon absolviert. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir gerade noch eine andere hier sehen. Es müsste eigentlich zwei geben. Ah, seht ihr, das ist dieses Symbol mit den Schwertern. Da gibt es jetzt heute zum Beispiel leider kein Gear-Item, aber es wird dann halt wieder 50 blutige Abzeichen geben, wenn man die Quest quasi absolviert. Gut, ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen. Gibt bestimmt noch einen Haufen Kleinigkeiten. Schreibt mal alles, was ihr noch an Tipps für die Community habt, bitte mit in die Kommentare. Und ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.